Also, hallo, mein Name ist Benjamin Wendel. Ich bin Mechatroniker im dritten Lehrjahr und Azubi halt. Der Mechatroniker beschäftigt sich mit mechatronischen Systemen an sich. Darunter versteht man das Zusammenspiel zwischen Elektrik, Mechanik und Informatik. Also das Verbinden von Metall mit Spannung und Ähnlichem zur Erfüllung von Aufgaben wie Sortieren oder Ähnlichem. Mein Beruf macht mir Spaß, die Fehlersuche und die Systemanalyse, weil ich mich gerne mit komplexen Systemen auseinandersetze und dabei eben selbst mich fordere sozusagen. In der Ausbildung sind die Gehälter natürlich von Lehrjahr zu Lehrjahr gestaffelt. Ich verdiene annähernd tariflich in meiner Ausbildung, wie alle Azubis bei uns. Die Ausbildung dauert in der Regelzeit 3,5 Jahre. Man kann je nach Schulleistung und Arbeitsleistung auch verkürzen um ein halbes Jahr. Oder wenn man es im Vorhinein festlegt, sogar um ein Jahr, aber dann braucht man Vorkenntnisse. Ein guter MSA ist empfehlenswert, im Idealfall ein Abitur, weil dadurch, dass man eben sich mit 3 Themengebieten beschäftigt, ist es halt wichtig, dass man auch komplex denken kann. Und ich finde, man muss Konzentrationsfähigkeit besitzen, auch Freude zur Kommunikation haben, da man ja immer mit Menschen zu tun hat. Man ist ja quasi zur Fehlerbehebung oftmals eingesetzt und daher muss man auch mit Menschen umgehen können. Und zusätzlich ist ein gutes logisches Verständnis ebenfalls empfehlenswert. Das ist meine Abschlussprüfung zum Teil 2. Das ist ein Modul, was in eine Fertigungsinsel mit eingebunden wird. In dem Zusammenhang musste ich mich damit auseinandersetzen, wie die einzelnen Komponenten, wie beispielsweise das Oszilloskop oder die Dosiereinheit für den Klebstoff, mit der SPS, der Steuerung, in Einklang gebracht werden können und daher über eine Unterverteilung mit dem Schaltschrank verbunden werden. Dankeschön. Dankeschön.